Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Spellforce 3 in Isamos Labor. Und wir werden jetzt zu einem kleinen Dämon hier beschwören. Und noch ein paar Punkte dazu. Und meine Aufmerksamkeit. Ja. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen für Unruhe. Ein bisschen Unruhe. Und bitte alle angreifen. Hier. Und den Feuerball rein. Angriff! Oh, der muss dringend weg. Weil der hat jetzt einen richtigen Buff für den gegeben. Ja. Dieser Buff gefällt mir überhaupt nicht. Dille drauf. Angriff, verstanden. Warum ist dieser jetzt, diese Biotelle Hierophant? Ah, das ist wieder ein anderer, okay. Bei denen kann man nämlich schwächen und gleichzeitig magische Unterbrechung zufügen. Das. Aber das ist eher eine Supporter-Einheit. Habe ich das Gefühl, dieser Hierophant. Dieser Stimmteller Hierophant. Gleich mal nachschauen. Verdammt, spirituell Monster. Spirituelle Heilung. Das ist der Spiritualmonster. Okay. Schauen wir uns das mal an. Elendsfeind. Keule des Winters. Gold und. Ah, jetzt kriegen wir ziemlich viele Items für Iskrim. Das ist schon mal sehr gut. Das Flächen. Können wir auch nochmal rein und reinschmeißen. Jetzt ist der Stille. Ihr habt weg. Meine Aufmerksamkeit. Werden. Ja, aber jetzt haben wir hier noch eine kleinere. Sollte auch so gut gehen. Guter Plan. Jetzt hoffe ich, dass das alles gut geht. Sarah führt mich. In Ordnung. Alles klar. Was soll ich hier eigentlich alles? Monster möchte ich doch nicht unbedingt ja alleine begegnen. Mit der kleinen Gruppe ist es gut, aber hätte man wäre man bloß allein, das wäre schon übel. Aussichtslos. Mal heilen. Was braucht ihr? Nochmal hier. Reinen Schaden. Was braucht ihr?
damit wir ihn befreien können, machen wir nochmal die ganz normale Heilung. Weil das entfernt nämlich jeden Buff. Hier irgendwas vergessen, weil hier könnte man weg. Weil das sieht eher so aus, dass es zum dem geht, wo wir eigentlich hin müssen. Ein orkischer Erdtotem ist, gibt Wärme ab. Das mit den Totems, von diese Totems verstehe ich, aber diese kleinen Totems, das ist teilweise schon recht interessant, was die alle für ganz kleine Aufgaben so gesehen haben. Hier kommen wir bloß wieder hier runter. In Ordnung. Kommen wir hier hin. Zu mehr und. Machen wir noch ein bisschen extra Schaden. Überlass das mir. Das so. Ja, noch ein Na, sieh mal einer an. Ah, und schauen das, wir uns das mal an. Für uns wichtig ist ein kleiner Stein. Interessant. Und nicht einer ist gestorben. Ich möchte noch mal so einen kleinen Dämon haben. Und noch ein paar. Und bitte mehr hinterher. Für die Feuertämer! Ich kann momentan nicht unterbrechen. Aber nicht voll, weil. Aber ich hab das Gefühl, der Mann muss dann nicht wirklich was. Jetzt aber macht er was. So, ich bringe ihn heilen. Ich brauche Heilung! Nun gut. Macht auf jeden Fall. Doch recht starken Gruppenschaden. Und sie hat eine passive Aura für Stille jedenfalls erzeugt. Schwert gegen Untote. Okay. Verzaubte Panzer der Magie. Die Form hat das Programm aber schon. Die Leiche muss mehrere Jahre alt sein. Der Gestank des Todes haftet ihr noch an. Okay. Na, sieh mal einer an. Das hier. Funken der Essenz. Okay. Die Leiche sieht noch frisch aus. Sie muss kurz vor Ende des Krieges hergebracht worden sein. Oder sie wurde irgendwie konserviert. Seid ihr euch sicher? Okay. Einbalsamiert wie
Die Ägypter früher, die ihre Toten einbalsamiert haben, zumindest die Könige, haben sie ja immer so einbalsamiert, dass die extrem lange das Aussehen so behalten. Verstanden. Oh. Sieht interessant aus. Ist das so eine Explosion? Und Toter? Nein. Das. Cool. Feuerball rein. Wächern. Und der Rest ergibt sie von allein. Noch mal heilen. Und noch mal gehen. Was braucht ihr? Die hat's auch nicht leicht, dieser Untote hier. Korporal? Aber der hält sau viel aus. Dieses Rückstoßen, das ist Gold wert. Sicher. Hier waren wir ja schon. Hier ist eine Türe oder irgendwie noch was. Oder waren wir da schon? Nein, da waren wir noch nicht. Eine Statue von Oxyria, dem empyrischen Gott der Flesches, dessen Existenz von den Wächterpriestern verneint wird. Ihr fühlt euch, als würde seine vielen Augen jeder eurer Bewegung folgen. Oh. Kinderspiel. Trotzdem recht interessant gemacht. Ist das Ganze hier. Verbrennen wir sie. Ich fasse alles. Gut, das klingt vernünftig. Hier hin. Der Untergang Zarachs. Oh. Noch ein Ring, der Frostwiderstand bringt. Guter Plan. Und dann müssten wir hier so gesehen alles haben. Hier müssen wir hin. Guck mal, hier hinten noch was. Ah, da kommen wir noch gar nicht hin. Okay. Was ist hier? Oha. Was? Aber ich würde jetzt halt mal ganz böse sein. Oder machen wir noch schnell. Das ist unmöglich. Helena? Kennt ihr dieses Ding? Es sieht aus wie jemand, den ich kannte. Damals, als ich noch für meinen Vater gekämpft habe. Also war sie ein Rebell? Sie hat sich meinem Vater widersetzt. Genau wie ich. Darum hat er sie umgebracht. Was auch immer sie vorher gewesen ist, jetzt ist sie ein Wiedergänger. Mit anderen Worten, sie ist gefährlich. Natürlich. Ein Geist auf der Suche nach Erlösung. Was heißt das? Ich habe schon eine Menge Untote gesehen, aber das hier ist mir neu. Was ist das? Ein Wiedergänger? Ein Geist oder ein Yalkedara, wie die Orks es nennen.
Wenn eine Person mit einer unerfüllten Begierde stirbt, mit einer Art inneren Geißel, dann kann es sein, dass sie als Wiedergänger zurück in die Welt kehrt, auf der Suche nach Erlösung. Sie scheint uns nicht wahrzunehmen. Es. Und nein, tut es nicht. Wiedergänger werden eher von groben Emotionen und magischen Auren gelenkt, als durch das Sehen, Fühlen oder Hören. Wenn es stimmt, dass ein Wiedergänger ein Geist ist, der nach Erlösung sucht, dann ist sie wegen Isamu hier, um Rache zu nehmen. Wahrscheinlich. Ich denke, wir... Isamu! Beim Licht. Du hast mich geraubt, Taha! Du hast mich geraubt! Du hast Zahne geraubt! Sogar dein eigenes Kind! Aber es ist vorbei! Ich habe dich gefunden! Ich glaube, es denkt, ihr wärt Isamu. Das ist nicht gut. Helena, ich... Korporal? Nein, nein! Richtig liebe, der Zart. Kleine Untoten jetzt halt schnell wegkriegen. Das noch klein. Da. Uram, die beschlossen jetzt halt schnell den Dämonen hier. Auf. Und einen Schaden verursachen. Was für ein Sinn zu schneiden weg. Dieser Geist ist jetzt halt schon übel. Gut, dass wir hier noch einen zweiten Heiler dabei haben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Diesen zweiten Heiler brauchen wir dringend. Vielleicht auf lange Gesicht gesehen, dass man bei solchen Missionen wirklich einen zweiten Heiler noch mitnehmen oder skillen. Wirklich übel. Was braucht ihr? Ich hab sie wieder weitere Untote geschworen. Verdammt. Bin ich jetzt. Die Untote ist weg. Hier gerade drauf. Aber wenigstens sind die Untoten jetzt halt schneller drauf gegangen. Mach das hier, 10 unterbrechen. Ansonsten gibt's noch mehr Untote. Das noch. Was wünscht ihr? Machen wir hier das Zauber noch mal rein. Das. Und sofort unterbrechen. Den hier. Was braucht ihr? Dieser Geist, das ist für übel. Mal den hier. Das mir. Kein Problem.
Feuerball rein. Der Heilzauber wirkt auf alle von uns. Mach's kurz. Sie werden fallen. Den Todfinger hinten auf den Heiler. Ah, sie hatten noch diese Aura von dem Untoten, darum hat sie doch recht viele Schaden genommen. Was wollt ihr? Was ist? Es ist vorbei. Sie ist tot. Das war sie schon lange Zeit, Taha. Ich weiß nicht, was sie euch bedeutet hat, aber diese Kreatur war nicht die Frau, die ihr kanntet. Wird sie zurückkommen? Als Wiedergänger? Wiedergänger kehren nur ein einziges Mal zurück. Wenn das anders wäre, würde diese Welt jetzt von Tausenden ihrer Art heimgesucht. Sie ist jetzt beim Licht. Ich verstehe nicht, warum sie dachte, ich wäre er. Das bedeutet gar nichts. Der Verstand eines Wiedergängers, sofern man ihn so bezeichnen kann, funktioniert nicht wie der unsere. Er reagiert nur auf grobe Emotionen und Auren. Sie muss die Ähnlichkeit zu eurem Vater erkannt haben. Gehen wir. Ja. In Ordnung. Wir gehen dann weiter, aber erst in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao, ciao.